Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play Astroneers. Auf dem Weg nach Süden haben wir hier ein super cooles, großes Solarmodul oder mittleres Solarmodul gefunden, das uns sicher helfen wird, das nächste Artefakt zum Aktivieren. Und wir müssen jetzt nur hier um diesen großen fetten Berg rundherum, um dann nochmal mit Hilfe meines Leuchtfeuers, was ich beim letzten Artefakt hinterlassen habe, den Kurs neu zu bestimmen. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass da ein dicker Wald ist. Und ich sehe hier Verbindungsstöpsel. Die werde ich mir mitnehmen. So. Wo haben wir denn Süden? Diese Richtung. Eigentlich wollte ich auf diesen Berg hinauflaufen, um mir ein Bild zu machen, wo mein Leuchtfeuer ist. Das werde ich aber auch versuchen. Zuerst muss ich dann nur die bösen Pflanzen hier vernichten. Sehr gut. So. Komme ich darauf? Ja. Komm, hüpf, kleiner Astronaut. Da unten hätten wir wieder... Oh, das hat Wetter. Das war nicht gut. Da unten haben wir wieder Kupfer. Das werde ich mir dann sicher noch holen. Doch zuerst muss ich schauen, wo mein Leuchtfeuer ist. Das bevor mir der Sauerstoff ausgeht. Das heißt, spute dich, kleiner Astronaut. Ein kleiner Gipfelstürmer, komm schon. So, da hinten haben wir mein Leuchtsignal. Das heißt, in diese Richtung hier liegt Süden. Komm. Genau, das heißt, genau diese Linie entlang. Whoa. Richtung diesen blauen Berg. Jetzt muss ich nur rechtzeitig wieder runterkommen zu meinem Rover, bevor ich ersticke. Slide ich einfach mal dezent den Berg runter. Whoa. Und hab wieder Sauerstoff. Sehr gut. Puh. Das war ja schon fast knapp. Gut. Ich werde jetzt hier auch das organische Material am Lager montieren. Um mir das Kupfererz dazu holen. Ist irgendwas da drüben? Auf diesen Short-Teil? Nein. So, denn ich möchte unbedingt das Kupfer hier mitnehmen. Wie schon mal erwähnt, Kupfer ist eine sehr wichtige und auf diesem Planeten hier auch seltene Ressource. Deswegen muss ich natürlich versuchen, jedes Stückchen Kupfer, das ich finde, mitzunehmen. Ist zwar sehr mühsam bei dem Gestein, aber ist die Arbeit wert? Na komm schon. So, da unten. Ist da noch irgendwo was? Nein, aber hier seitlich ist noch was versteckt. Vielleicht bekommen wir einen zweiten Stack zusammen. Oh, okay. Vielleicht bekommen wir einen dritten Stack zusammen. Das wäre natürlich sensationell. Ich darf nur nicht meinen Sauerstoff vergessen.
Okay. Jetzt sieht es aus für einen vierten Stack, dann wäre ich ja echt glücklich. Schaut aber gut aus. Das war der vierte Stack. Hallo? Der absolute Wahnsinn. So, das reicht jetzt aber. Nur nicht übertreiben, sonst gehe ich wieder drauf wegen irgendeinem Blödsinn. Yes! So. Wir haben jetzt insgesamt 6-mal Malachit, was das Kupfererz ist. Denn hier steckt noch eins drauf auf der Seite. Ja. Und wir müssen den Berg und diesen blauen Berg in eine Linie bringen, dann sind wir wieder auf dem richtigen Kurs Richtung Süden. Das heißt, wir fahren jetzt hier mal rechts wieder vorbei. Unser Solarmodul vorne funktioniert als Stoßstange, was auch sehr gut ist. Forschungsobjekte, die ich alle liegen lasse, ich weiß. So, jetzt haben wir ja in etwa, wenn ich diese Richtung hier jetzt so weiterfahre, glaube ich, bin ich im richtigen Winkel unterwegs. Das heißt, ich müsste jetzt nur mehr geradeaus weiterfahren und irgendwann, früher oder später, müsste ich wieder so ein Rauchsignal, so ein Rauchsignal des Artefaktes finden. Wenn nicht, dann war alles, was ich bis jetzt geredet habe, nur Quatsch mit Soße und Blödsinn und wir verlieren einen Rover plus Zubehör. Was natürlich gar nicht gut wäre, was ich auch gar nicht will. Ich schaue mich nur kurz um, ob ich irgendwo schon das Rauchsignal sehe. Schaut aber nicht so aus. Gut, dann geht's weiter. Wow! Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das macht nichts. Wir fahren einfach weiter Richtung Süden. Vorne kommen wieder lauter Bäume und Berge, was mir gar nicht gefällt. Das verdeckt wiederum diese Rauchspur. Jetzt muss ich aber da drüben bei dem Schrott natürlich nachschauen, was da drin ist. Ob das nur ein riesengroßes Solarsegel ist. Oder ob da noch andere Sachen sind, die mir was bringen. Schaut aber nicht so aus, aber da drüben ist was. Schauen wir mal, was ist das? Was bist du, was kannst du, was bringst du mir? Ein kleines Solar, eine kleine Windturbine. Ja, natürlich nehme ich dich mit. Und da ist auch schon das nächste Artefakt. Ich pfeife mich an, ist das das Richtige? Warum liegst du Richtung Osten? Bin ich zu weit nach rechts gekommen? Das kann natürlich sein, dass ich auf diesem Geradeausfahren da jetzt irgendwie ein bisschen zu weit abgedriftet bin. Aber das macht nichts. Ich habe das nächste Artefakt gefunden. Was bedeutet, ich bin am richtigen Weg, hoffe ich, vermute ich, denke ich. Ich weiß es nicht. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge an Ressourcen, wie Gemisch und Harz. So, diese Löcher möchte ich dann natürlich wieder zumachen. Das brauche ich gar nicht. Dass ich da irgendwo reinfallen kann. So. Genauso wie dieses hier. Ja, besser als gar nichts. So. Komme ich da jetzt seitlich vorbei, ohne dass ich irgendwie einen Knight Rider Move machen muss? Na, fast.
So. Jetzt kommen wir schon mal vorbei an dem Ressourcenlager, was da liegt. Jetzt muss ich mir hier nur wieder eine Rampe bauen. Ich hoffe, ich habe genug Material in meinem Kanister. Nein, natürlich nicht. Außerdem wäre es auch vom Winkel her nicht gut genug. Das heißt, ich saug hier jetzt mal wieder alles ab. Um mir meinen Kanister voll zu füllen. Jetzt habe ich organisches Gemisch wieder gekriegt. Oh, cool. Gratis XP, die auf mich zukommen. Das sage ich natürlich auch nicht, nein. So, das heißt, ich muss das jetzt hier wieder ein bisschen anhöhen, um einen besseren Winkel zu bekommen. Der schaut schon gut aus. Aber noch immer nicht genug. Ich krieg die Krise. Ich werde mir jetzt einfach ein bisschen was aufschütten. Noch einmal ersteilen. Genau, so gefällt mir das schon. So, das wird der Tag das sicher schon schaffen. Den Rest werden wir hier wieder einebnen. Nein, so wollte ich das eigentlich nicht. Mensch. Egal, wir werden das so machen. Ich baue die Rampe einfach ein bisschen weiter nach links. Spielt man sich minutenlang und dann kriegt man es erst recht nicht so hin, wie man es haben will. Story of my life. So. Jetzt muss ich da natürlich über den Weg auch einebnen. Ich möchte da jetzt keine Kante dran haben, natürlich. So. Perfekt. Na bitte. Schaut ja schon ganz gut aus. Jetzt muss ich mit dem Traktor nur da irgendwie raufkommen. Und hoffen, dass das, was ich mit habe, genug Strom bietet. Ja, das Kabel ist sicher wieder viel zu kurz. Ich sehe das jetzt schon. Ja, natürlich. Dann werden wir jetzt einfach wieder eine Runde fahren. So. Wenig Strom. Das bedeutet, wir werden das jetzt wieder deaktivieren, bevor uns die Batterie leer sagt, und müssen warten, bis die Sonne aufgeht. Ich bin gespannt, in welche Richtung die Sonne daherkommt. Oder aus welcher Richtung. Da aber da die ganzen Planeten aufgehen, vermute ich mal, dass sich die Sonne auch so verhalten wird. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt da am Äquator.
was ja von der Vermutung und Schätzung und Richtung her, die ich geplant habe, eigentlich stimmt. Irgendwie. Was logisch ist, denn vom Nordpol aus kann man nur zu einem der Artefakte am Äquator kommen, aber egal. Ich wollte gerade ein bisschen klug klingen, aber das wird wohl nichts. Da kommt auch schon die Sonne. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt hier mal schnell das hier einstecken und die Solarpaneele auf derselben Seite montieren. Damit wir auch genug Strom bekommen. Und hoffe, dass das bisschen Strom, was wir hier jetzt kriegen, ausreichend ist. Nein, ist es nicht gut. Wir müssen organisches Material hinzufügen in meine Generatoren. Vielleicht auch unter Umständen. Wobei, das klingt ja schon ganz gut. Das klingt sehr gut. Mein Traktor ist der Energielieferant schlechthin. Jawoll! Haha! Schurke! So, jetzt bin ich gespannt, wo wir sind. Wir sind jetzt auf der Unterseite angekommen. Das heißt, das hier ist der Nordpol. Wir sind jetzt hier unten angekommen und als nächstes, wenn wir weiter Richtung Süden fahren, müssten wir an diesen hier ankommen. Das ist aber dann wieder Sache für die nächste Episode. Ich hoffe, dass in der nächsten Episode dieser hier drankommt, dieser Knotenpunkt. Und wenn wir dann wieder in Richtung Norden fahren, müssten wir theoretisch hier ankommen und dann weiter Richtung Norden irgendwo zu unserer Base, die was hier irgendwo zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt sich auf der Oberfläche befindet. Aber wie gesagt, das ist alles Material für die nächste Episode. Ich werde jetzt hier nur noch mal kurz schauen, welche Richtung ist Norden. Okay, das ist jetzt schwer zu sagen, weil egal wo ich hingehe, Norden ist immer gleich. Ja natürlich, wir sind ja nicht am Südpol. Das heißt, in diese Richtung müssen wir uns dann bewegen. Ich werde den Traktor schon mal runterfahren und in die Richtung ausrichten. Damit ich es das nächste Mal etwas leichter habe. Zuerst fahren wir aber nur hier um dieses Harz-Gemischfeld herum. Denn darin möchte ich mich nicht verhängen. Und verheddern. So. Ich glaube, in diese Richtung hieß es. Kurze Kontrolle. Jawohl, diese Richtung ist Norden. Das heißt rechts an dem Berg vorbei, links von den Bäumen. Dann speichere ich nochmal kurz ab. Sehr gut, ist erledigt. Und in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.